Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Heute möchte ich gerne eines eurer Wunschthemen behandeln. Und zwar wurde ich gebeten, doch mal ein Video zum Thema Blut-Hirn-Schranke zu machen. Hier ist es, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Die Blut-Hirn-Schranke, das klingt so vom Namen her immer wie so ein beschrankter Bahnübergang. So ist es natürlich nicht gemeint. Die Blut-Hirn-Schranke ist nicht nur punktuell an einem Eintrittsort zum Gehirn, sondern mit der Blut-Hirn-Schranke ist eine Ummantelung der Blutgefäße im Gehirn gemeint. Die Blutgefäße im Gehirn sind mit speziellen Endothelzellen ausgekleidet und diese Endothelzellen sitzen ganz nah beieinander und diese ganz engen, nahen Verbindungen nennt man Tight Junctions. Außenrum um die Blutgefäße im Gehirn sind noch die sogenannten Astrozyten. Astrozyten heißen die Zyten für Zelle und Astro, weil sie so sternförmig sind, die haben so ganz spitze Fortsätze. Das alles gemeinsam, diese Endothelzellen mit den Tight Junctions und die Astrozyten, bilden die Blut-Hirn-Schranke. Und die hat die Aufgabe zu entscheiden, welche Stoffe aus dem Blutkreislauf sollen denn ins Gehirn kommen und welche nicht. Das ist also eine Schutzfunktion für das Gehirn, damit nicht alle möglichen Giftstoffe im Gehirn landen und dort Schaden anrichten. So ganz als grobe Faustregel kann man sagen, dass alle Stoffe, die klein sind und die lipophil sind, super gut durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommen. Alles, was hydrophil ist oder sehr groß im Molekülbau, das kommt da eher nicht durch. Das ist nur eine Faustregel, davon gibt es natürlich Ausnahmen. Eine Ausnahme ist im Körper super wichtig und das ist die Glucose. Die Glucose ist kein lipophiles, sondern ein hydrophiles Molekül und die muss aber unbedingt ins Gehirn, denn ohne Glucose funktioniert unser Gehirn nicht. Für diesen Fall gibt es in der Blut-Hirn-Schranke aktive Transporter, die die Glucose aus dem Blutkreislauf ins Gehirn aufnehmen. Also das gibt es auch noch die Möglichkeit, dass da in den Wänden aktive Transporter sitzen, die bestimmte Moleküle durchschleusen, alles andere diffundiert passiv und dafür ist die Lipophilie Voraussetzung. Ja, die Blut-Hirn-Schranke soll das Gehirn schützen. An manchen Beispielen sieht man, dass sie das nicht so ganz hundertprozentig hinkriegt, denn durch die Blut-Hirn-Schranke kommen zum Beispiel Alkohol, Nikotin oder auch Heroin problemlos durch. Also da könnte man noch ein bisschen weiter feilen, damit die Blut-Hirn-Schranke das Gehirn auch noch vor diesen Stoffen schützen kann. Wofür brauche ich das jetzt in der Pharmazie? Wofür muss ich wissen, dass es die Blut-Hirn-Schranke gibt? Und wofür muss ich wissen, was da durchgeht und was nicht? Es kommt jetzt halt immer darauf an, was ich in der Therapie erreichen will. Bei manchen Wirkstoffen, da möchte ich ja, dass sie ins Gehirn kommen, damit sie da eine Wirkung ausüben. Bei anderen Stoffen will ich das gerade eher nicht, damit die keine Nebenwirkungen im Zentralnervensystem haben. Ich sage euch da mal zwei ganz gängige Beispiele. Das erste ist die Therapie des Morbus Parkinson. Bei Morbus Parkinson ist der Dopaminhaushalt zu gering. Ich habe also zu wenig Dopamin im Gehirnstoffwechsel. Jetzt könnte ich ja einfach Dopamin nachfüllen. Das wäre ja die einfachste Therapiemöglichkeit. Das klappt aber eben nicht, weil Dopamin nicht durch die Blut-Hirn-Schranke kommt. Wenn ich also so eine Tablette mit Dopamin schlucken würde, dann würde die den Körper wieder verlassen, ohne dass ich irgendeine Wirkung im Gehirn gehabt hätte. Und da greife ich zu dem pharmazeutischen Trick. Ich nehme die Vorstufe von Dopamin, das ist das L-Dopa. L-Dopa kann durch die Blut-Hirn-Schranke und wird dann im Gehirn in Dopamin umgewandelt. Also mit so einem kleinen Kniff habe ich es geschafft, dann doch die Dopaminkonzentration zu erhöhen. Habe dafür aber einen Wirkstoff eingesetzt, der die Blut-Hirn-Schranke durchqueren kann. Ja, Gegenbeispiel. Wann will ich das nicht, dass ein Wirkstoff ins Gehirn kommt? Zum Beispiel ein krampflösendes Mittel bei Bauchschmerzen, bei Darmkrämpfen. Da möchte ich, dass es gezielt nur an den inneren Organen im Bauchraum aktiv ist. Ich möchte nicht, dass der Wirkstoff im Gehirn landet und da zum Beispiel Müdigkeit oder Benommenheit auslösen würde. Und da gibt es einen Wirkstoff, der hat einen ganz langen, sperrigen Namen. Das ist das N-Butyrscopolaminbromid. Das Fertigarzneimittel ist euch allen bekannt. Das ist das Buscopan. Buscopan hilft super gut, wenn man während der Periode krampfartige Schmerzen hat oder wenn man bei einem Magen-Darm-Infekt Bauchkrämpfe hat.
Und man kann sich darauf verlassen, dass man daraufhin nicht müde wird oder irgendwie fahruntauglich oder sonst irgendwelche zentralnervösen Nebenwirkungen hat. Denn das N-Butylscopolaminbromid ist ein Salz. Also es besteht aus einem positiv geladenen Teilchen und einem negativ geladenen Teilchen. Das macht das Ganze sehr polar, also hydrophil. Das kommt definitiv nicht durch die Blut-Hirn-Schranke. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich erklären, was da mit der Blut-Hirn-Schranke gemeint ist. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal.